Also, ich nehme diesmal nicht die Taschenlampe. Oh, ich nehme Taschenlampe. Ich nehme die Infrarot. Ah, guck mal, was ist das hier oben? Ah, okay, ich nehme den Störsender. Oder UV ist das. Das ist dieses EMS, das aktiviert sich direkt. Hier nimmt noch jemand die Fotokamera. Ja. Lassen Sie ein Teammitglied Zeuge eines Geister-Events werden. Also ich würde sagen, das bin diesmal nicht ich. Doch, das Notizbuch, wenn du willst. Brauchen wir das? Ich glaube, das brauchen wir nicht. Notizbuch haben wir überhaupt ein Thermometer? Nee. Ein Thermometer? Nee. Nimmt jemand noch die Videokamera mit? Einfach mal irgendwo hinstellen? Ah, ich habe einfach gar kein Licht. Ja, ich nehme es mal mit. Okay. Das schaut wieder das gleiche aus. Aber anderer Auftrag. Okay. Ja, wo ist der mit der Taschenlampe? Da. Achso, guck mal, hier ist ein Sicherungskasten. Ich glaube, nächstes Mal, wenn die Lichter nicht mehr angehen, gehen wir zum Sicherungskasten. Okay. Apropos Licht. Okay. Ich würde sagen, wir machen erstmal überall die Lichter an. Ja, und dann Infos sammeln, Fotos schießen. Das Game ist nice, Alter. Es macht schon Spaß, wenn man zu mehr auf jeden Fall spielt. Kann man viel Scheiße machen. Achso, ist. Okay. Hey! Ist doch anders, dein Problem. George Martinez, Digga. George, wie alt bist du? Mach mal ein Foto hiervon. Achso, ich hab Kamera, ne? Ne, du hast Kamera. Wer von euch beiden verarscht mich? Das ist der Geist, das bin nicht ich. Ja, Mann. Schieß mal ein Foto hier von dem Bild, schießen. Was, wo? Im Wohnzimmer, wo ich stehe. Ja, hast du eine EMF dabei? Ja. Nee, das ist nicht EMF, das ist das Weiße, das andere. Du kannst, ja, hab ich. Du kannst durchscrollen, genau. Nee, lass lieber. Wir haben nur 5 Bilder, weißt du? Ja, aber das ist ja. Ja, okay, ich mach von hier so, okay, warte, hier so. Warte, ich will mit aufs Bild. Okay. Warte. Jule, geht auch hin. Geh hin. Jule, komm her, wir machen ein stabiles Bild machen. Nach oben gucken. Okay. Ja, genau. Okay. Wie mache ich ein Bild? Einfach, jawohl. So, ach, warte. Nochmal. Warum? Reicht nicht eins? Weiter geht's. Oh Mann. Erstmal 2 Bilder verschwendet für unsere Scheiße, Digga. Fick mein Leben. Digga, hier steckt eine Axt. Nimm die mal mach mit, Beweis. Alter. Komm, mach Beweis. Beweisbild, Digga. Aber ich will mit drauf. Ach, verdammt. Zu spät. Mach nochmal. Danach haben wir aber nur noch ein Bild, aber das ist schon egal. Okay. Ja, bisschen weg. Warte. Nee, ein bisschen weiter zurück. Und ein bisschen höher mit dem Kopf. Genau so. Okay. Richtig Fotoshooting hier, Bruder. Eigentlich bist du der Erste, der stimmt. Die Bilder und du bist nicht dabei. Ist so. Jule, wo bist du? Hier. Okay. Ich habe einen Raum gefunden, der kühler ist. Ah, okay. Komm mal her mit dem MP-Shit. EMF, was auch immer. Also hier nimmt auf jeden Fall die Frequenz zu. Das in deiner Hand ist nur ein Walkie-Dings zum Aufnehmen. Wenn er redet, kannst du das hören. Echt? Ja. Das da, das EMP mit den Lichtern, dann stört, okay, wer da ist. Mit diesem Funkgerät da kannst du mit Rechtsklick, glaube ich, mit ihm reden und gucken, ob der antwortet. George, was ist passiert, Bruder? George Martinez, also, antworte. Aber warum nimmt die Frequenz zu? Ich blick's auch nicht, keine Ahnung. Vielleicht tut er alle Frequenzen durchgehen, weißt du? George, wie alt bist du? Nachher kann der kein Geist Deutsch. Mach mal nochmal EMP, lass mal hochgehen. Hier unten ist anscheinend gar nichts. Rede mit uns. Da war doch Gefriertemperatur, echt? Ja, das müssen wir auf jeden Fall in unser Journal eintragen. Eintragen? Und da ist noch ein Handabdruck. Warte, Journal, ich muss mal kurz hier was eintragen. Und mach Foto vom Handabdruck, Bruder. Wo? Hast du noch ein Foto? Ja, ein. Jule soll draufleuchten. Okay. Ja, ich mach Backpose, Jule macht nicht drauf. Okay, warte, warte. So. Ein bisschen höher, man sieht deinen Kopf nicht, der steckt in der Tür drin. Ah, warte. Okay, genau so. Ah, warte. So. Ah, bisschen nach links drehen. Das nach ist links rechts. Oder rechts? Ja, von dir aus links oder von dir aus. Bisschen höher mit dem Kopf. Bisschen höher, das sieht so creepy aus. Okay, warte. Jetzt, Digga, bleib doch. Ja, okay, bleib so.
Da hat einer die Tür bewegt. Ja, ups, hast du den. Okay. Okay. Irgendwo war Gefriertemperatur anscheinend. Warte, wer war es hier? Ja, wir waren vorhin in dem Raum. Hier drin. Okay, mach mal, machen wir die Mail. Mach ich. George Martinez, wir warten hier auf dich. Ich guck mal, ob der mit uns reden will. Ach, warte mal, ich platziere mal die Cam hier. Ja, genau. Okay, Cam ist platziert. Okay. Sollen wir mal rausgehen? Ja, komm, geh mal. George, was ist passiert? Bruder. Bruder. Rede mit uns. Lass mal versuchen, die Sicherung da wieder einzuschalten. Ah, gute okay. Idee. Da ist sie, ja, die ist aus. Wahrscheinlich lass sie da dann kommen. Einfach draufklicken. So. Okay, geht's wieder? Mach einfach mal hier Licht an, um zu triggern. Oh. Ah, George Martinez, gefällt dir das, hä? George Martinez, George Martinez. Oh mein Gott! Also, George, was hatten wir jetzt für Beweise? Wir hatten Gefriertemperatur, wir hatten... Na, zwei Handabdrücke, einen am Fenster und einen an der Tür. Ja, also soll man zweimal einfach eintragen, einen Fingerabdruck dann? Ich weiß nicht. Geisterbox, haben wir keine Fingerabdrücke? Jetzt können wir noch das Buch platzieren, aber lass mal gucken, vielleicht macht er da hier Geisterbuch, Geisterbuch, gefriert. Einer muss hier echt mal bei der Cam schauen. Ja. Und die anderen beiden müssen da hingehen und das Buch mal dahin stellen. Okay, der wo die Taschenlampe hat, geht rein. Scheiße. Warte, ich geb dir das Buch. Ich hab... Gib doch her. Wie werde ich das Buch? So, hier, nimm. Heb auf, du Hund. Okay. Ich komm mit. Jede, ich chill hier. Aber wollt ihr noch so ein EMP-Gerät, Jule? Ja, Mann. Oder so ein Teil, wo er mit dir reden kann? Ja, Mann. Hier, es kann auch sein, dass der Geist mit Dino nicht reden will. Ja, Digga, ich würde mit Dino auch nicht reden wollen. Macht's gut. Alles klar. Ciao. Ciao, gell? Ciao. Aber drück nicht auf die Knöpfe, Bruder, dann haust du ab, nämlich, du Stück Scheiße. Okay. Legt's mal aufs Bett. Am besten. Ich muss dieses Zimmer nochmal finden. Und sag dem George, der soll reden. Der hat sich voll verändert. Ja, der hat sich richtig verändert, Alter. Durch die Geisterbox, dann muss Acep oder Juli. Achso, das ist echt so, okay. Der Geist ist anscheinend ein Rassist. Der ist safe ein Rassist, Alter. Wo war das überhaupt? Ja, ja, ihr seid richtig. Hier. Siehst du uns? Ja. Okay, ich leg's auf den Boden oder aufs Bett. Ja. Am besten, Juli macht mal die Box an und redet mit ihm. So, und sagt, geht halt auf den Boden. Aufs Bett einfach oder so. Wie konnte man nochmal wechseln? Mit Q oder mit Mausrad. Ah, ja. Okay. George Thompson, da ist ein Buch mit einem fucking Bleistift sogar. Digga, was soll ich noch machen, du Hund? Vielleicht mal normal mit ihm reden. Ach so. George Thompson ist ich entschuldige mich für meinen Ausraster. Meine Freunde haben mich das Bessere gelehrt. George Martinez. Schreib doch deine Gefühle ins Buch, da können wir drüber okay, reden. Okay, macht Licht aus, Türen zu und wir kommen dann ein bisschen ja, später wieder rein. Soll ich ihm noch eine Einladung schicken, damit er mich ficken kann? Was soll ich sagen? Nee, ihr sollt nicht drin bleiben. Achso, wie soll ich nicht drin bleiben? Okay. Nee, raus mit euch. Macht überhaupt keinen Sinn. Verstehst du, ein Geistiger? Schämt er sich oder was? Der ist schüchtern. Einer, der seine Ruhe haben will. Komm, sag ihm nochmal, dass ein Buch im Zimmer ist. Okay. George Martinez, da ist ein Buch im Zimmer, okay? Lass den armen Kerl doch in Ruhe. Schreib doch einfach ins Buch, ich verstehe dein Problem nicht. Was ist dein Problem? Du bist so ein kleiner Kackehaufen, in den man reingetreten ist, der einen einfach nur auf den Sack geht. Der nicht in Ruhe lässt. Ich bin erst fast Level 50. Crazy. Entweder du flexst oder du flexst nicht. Was ist dieses halbe Flexe hier? Hör auf zu flexen, Digga. Und? Der ist nicht so willig, der Bruder. Er ist nicht so willig! Sein Pisser, Alter. Ich hätte auch keinen Bock. Der hätte den riesen Spaß mit uns hier. Wir haben richtig stabile Fotos geschossen. Okay, ich würde sagen, Dino, geh mal du rein. Ich heb dir die Taschenlampe. Ja, geh mal her. Vielleicht redet er mit dir. Der ist schüchtern. Vielleicht muss man alleine mit dem reden. Vielleicht will er mit keinem Schwarzen reden. Oh, die Frequenz ist hoch. George, ich komme jetzt wieder rein, mach keinen Unfug.
Fast moving. Macht's gut. Eine Stunde oder so? Locker eine Stunde. Okay. Also ich muss einfach die Treppen hoch, gell? Ja. Einmal hoch. Und die zweite Tür rechts. Alter. Zweite rechts. Oh! Okay, da bist du ja. Ja. Okay, geh rein. Ja, genau. Oh, ich schon wieder runtergeschmissen. Digga. So. George, hast du was hinterlassen? Schreib in das Buch. George Martinez. So. Wie alt bist du, George? Martinez. Ja, so Sätze mit George Martinez zu bilden, Digga. Nichts erkannt. Also er hat nichts ins Buch geschrieben, auf jeden Fall. Aber der Rauch kam von hier, ne? Ne, warte mal, der Rauch geht... Oh, jetzt wird's hier aber kühl. Aber der nimmt... Oh shit, es piepst, Freunde, es piepst okay, heftig. Okay. Du musst die Tür zumachen. Obwohl, nee, lass sie offen. Vielleicht kommt nicht, dass du abhauen musst. Hat der ins Buch was reingeschrieben? George. Jetzt rastet er aus. Jetzt rastet er komplett aus. Was? Du kannst meinen Namen nicht aussprechen, Dunn? George Martinez, schreib was ins Buch. Welches Level hat der EMF? Dino? EMF? Was für ein Level? Warte. Oh, ich hab Schritte gehört, Bruder. Oh, Jule, Digga, was ist los mit dir? Was machst du hier, Fatzen, du blöde Kuh? Ich denk grad. Komm mal her. Also das EMF hat hier kurz ausgeschlagen. Schade, Alter. Warte mal. George Martinez, wie heißt du? George Martinez, wie heißt du? Was ist dein Name, George Martinez? Was ist dein Name? Ich gehe raus, ich bin absolut lost, Alter. Warte, ich komme auch rein, Digga. Wir rufen jetzt aber die ganze Zeit George Martinez, bis der komplett eskaliert. Du hast mein Leben geglaubt. George Martinez. Ich spiele so unprofessionell. Ist so. Scheißegal, George Martinez. Was ist passiert? Auf dem Lichtschalter ist ein Fingerabdruck. Oh. Ich habe leider keine Bilder mehr, George Martinez. Mach mal, geh mal, ne? Ich sehe da keinen Fingerabdruck. Ach doch, jetzt. Links vom Schalter. Ich habe keine Bilder mehr, was soll ich ein Foto machen? George Martinez, ich rufe dich. Ich rufe dich. Oh mein Gott. Was geht denn jetzt? Oh ja, jetzt sind wir schon bei 2. Okay. Der ist hier draußen irgendwo. Der ist nicht in dem Raum. Aber warte mal. Also genau wenn ich hier hingehe, ist es auf 2. Digga, der saß gerade auf meinem Nacken, Digga. Echt? Wie auf deinem Nacken? Der hat mir in mein Ohr gehaucht. Digga. George Martinez. Ich hab dir da ein Buch hingelegt. Schreib rein, du Hund. Hey, ist das Buch komplett schwarz oder sieht es nur so gerade aus? Leuchte mal drauf. Jule? Wer es sieht nur so aus. Ich hab die Tasche George Martinez. George Martinez. Ich hab noch nie einen Geist gesehen, der so wenig Bock hatte. Entdeckt. Jungs, lasst uns mal noch einen zuhören. George Martinez, du regst mich auf langsam, damit es mal klar ist. Vielleicht ich richtig auf den Sack, George Martinez. Vielleicht will der Junge einfach ein bisschen... Digga, der hat mir meinen Rücken gestreichelt, von oben nach unten gefühlt. George Martinez, dein Name ist Schmutz. Warte mal, findet ihr... Wir müssen Beweise gucken, wir vergessen die ganze Zeit nach Beweisen zu schauen. So, wir wollen dem nur auf den Piss gehen, Digga. Ich schwör's dir. Okay, hier ist ein Hammer. Boah, stabil. Digga, ich kann den nehmen. Oh, nice, nimm mit. Wofür auch immer. Hey, können wir Sachen mitnehmen? Wie hast du den aufgehoben? Mit E. Aber was bringt das? Das bringt gar nichts. Ja, einfach Beweis, pack ein. Ja, okay, ich hab eingepackt. Hier ist ein Radio. Kannst du das mitnehmen? Nee. Wahrscheinlich nicht. Habt ihr gerade die Türen gehört? Hier ist ein Seitenschneider. Kann ich. Oh, ich hab Seitenschneider mitgenommen, Digga. Nice. Hier. Aber, Alter, Digga, lass mal einen Stuhl mitnehmen. Da ist ein Pinsel, nehme ich mit. Ich konnte den nicht mehr. Ich hab den mitgenommen. Hä, wie hast du den genommen, Digga? Mit E, Digga. Hab ich zu viel in der Hand? Weiß nicht.
Vielleicht kannst du dem am Po so streicheln mit dem Pinsel und dann sagt er, wer er ist. Ich dachte, es heißt Bauchpinseln, nicht Arschpinseln. Da ist er nur ohne. Der Arsch ist der Weg zum Herzen jedes Geistes. Das liegt George, daran, wir sind in deinem... Ah, hier, guck mal, hier ist ein Radio. George Martinez, ich nehme dein Radio, okay? Du solltest vielleicht bei uns bleiben, wenn dein Licht flackert. Ich würde den Geist gern sehen, dass wir wenigstens eine Aufgabe abschließen. Ja, warum sagt ihr nichts? Wieso hast du deinen Hammer in der Hand? Der will ich den auseinandernehmen, wenn er kommt. George Martinez, ich habe einen Hammer in der Hand, Digga. Also irgendwas... Haben wir das Spiel kaputt gemacht? Ich weiß nicht, der Geist hat auch keinen Bock auf uns, merke ich. Digga, lass mal wieder in den Raum rumgehen. Wir waren doch gerade da oben. Geschlossen, weil ihr die Fotos schon mit einem supergeilen Fotoshooting verschossen habt. Ja, aber wir haben es aufgewertet, also wenn wir dafür nicht mehr Geld bekommen, weiß ich auch nicht. Wenn jemand für diese Fotos kein Geld zahlt, weiß ich auch nichts. Okay, das Buch muss ich jetzt... Also jetzt auf J? Achso, die Kamera, Ken ist noch da. Okay. Wie kann ich das Buch platzieren? Jetzt mal Not. Ah, guck mal. Ich kann auch die Fotos jetzt sehen. Guck mal, wenn wir von den richtigen Sachen Fotos machen, ja, dann landen die da zum Beispiel, wir haben da ein Foto, wo Fingerabdrücke stehen. Das ist dann ein richtiger Beweis, für den kriegen wir Geld. Die anderen sind nichts wert. Oh, hier ist die... Ach, wir können hier draufklicken und dann sehen wir, wie das Haus so innen gedingst ist. Der EMF? Ja, der war auf Stufe 5, Mark. Ich habe ihn ja auch gesehen. Ich habe so einen schwarzen Rahmen. Eins ist abgeschlossen. Das zweite ist abgeschlossen. Ja? Oh, nice. Entdecke, um welche Art von Geist. Guck mal, warte. Welche Art von Geist? Ja, da musst du ins Journal gucken. Also da gibt es bestimmte Arten von Geistern, die du da siehst. Gespenst, also schau mal. Banshee. Wir haben nur Gespenst oder Banshee. Finde einen Raum unter 10 Grad Celsius mit einem Thermometer. EMF war Ebene 5, oder? Wir haben keinen. Ja, es ist Banshee. Wie der auch immer heißt. Echt? Woher weiß ich? Mach bei Beweis noch Ebene 5 EMF und dann gibt's nur noch einen Geist. Warte. Jetzt muss ich da nochmal hin. So, Beweis Ebene 5. Okay, und jetzt? Ja, und wie tue ich das Dingsen, Mark? Woher weiß ich? Müssen wir das irgendwo hin eintippen, dass es der ist, oder? Also müssen wir da jetzt eintragen, dass es der Banshee ist, oder wie? Ah ja, es ist Banshee, okay. Warte, du kannst jetzt gucken, was ist wichtig zu wissen bei dem Banshee. Im Journal eintragen. Die Banshee ist ein Banshee, Jäger Banshee, und wird Banshee alles attackieren. Es ist bekannt, seine Opfer zu stalken, bis es jemand tötet. Stärken, ein Banshee wird jeweils nur eine Person jagen. Okay. Banshees fürchten den Kruzifix und sind weniger aggressiv in seinem Umkreis. Ja, dann haben wir es doch. An sich haben wir gute Informationen gesammelt, aber... Das muss ich jetzt irgendwo eintragen. Was musst du eintragen? Habt ihr beide Banshee drinstehen? Dann mache ich jetzt den Truck. Mark sagt, wir sollen das im Journal eintragen? Ja, du hast jetzt eingestellt, dass es Banshee ist, sozusagen. Ach so, okay. Ja gut, dann fahren wir weg, oder wie? Dann fahren wir weg. Easy. Easy, Digga. War ja gar nichts. Ihr seid... Wir haben... Ah ja, guck mal. Wir 30 haben Dollar, okay. 30 okay. Dollar. Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch von Herzen! Fickt euch! Fickt euch! Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns, das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere.